Na, dann begeben wir uns hin. Kommt er mit? Ja, wir sind zu zweit. Leute, jetzt werden Ärsche aufgerissen. Jetzt werden Ärsche aufgerissen. So. So, hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier mit mir zusammen, mir, Nier, bei Elex. Wir haben die dritte Person befragt. Oder war das inzwischen auch schon die vierte? Nee, das war die dritte, oder? Ja, das war die dritte, glaube ich. Oder könnte auch die vierte gewesen sein. 1, 2, 3. Könnte auch die vierte gewesen sein. Und wir wissen auf jeden Fall, dass dieser gute Torgal auch unschuldig ist. Das bedeutet, weil er Angst hat, in den Wald zu gehen, ist die Erklärung gewesen. Aber egal jetzt. Das bedeutet, dass wir uns jetzt auf den Weg zu unserem... zu unserer letzten verdächtigen Person machen müssen. Genau. Und dies wäre die hier oben. Ich hoffe, dass wir lebend dorthin kommen. Ey, Leute, das ist halt immer noch mega krass, finde ich, dass wir hier so Aufträge bekommen, um durch die Wildnis zu kommen. Und die halt wirklich so richtig scheiße gefährlich ist, die Wildnis. Also, es ist geil, weißt du. Eben, ich will es ja nicht schlecht reden. Das ist wirklich cool, mein Anspruch. Ich meine, guck dir das Vieh an. Guck dir das Vieh da hinten an. Seht ihr das? Ich will das gar nicht wissen, was das ist. Das wird uns den Arsch aufreißen. Das übergeht alle Vorstellungskraft wahrscheinlich. Okay. Wie gesagt, wir werden uns auf den Weg jetzt zu unserer letzten verdächtigen Person machen. Und das wird ja wohl auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch der Schuldige sein. Oh oh. Hä? Hä? Was ist denn das? Oh, hier sind ja mega viele feindliche Personen. Wow. Scheiße! Nein! Ja, okay, war ja klar, dass sowas passieren muss. Das waren sicher Alps gewesen, die uns da abgeballert haben. Leute, wir haben es. Wir werden es schon noch irgendwie lebend dahin schaffen. Ich meine, so ein großes Stück ist das jetzt auch nicht. Das sind vielleicht ein paar hundert Meter. Aber ey, wir müssen halt echt aufpassen, ne? Ich glaube, ich laufe doch hier gerade genau bei dem Vieh entlang, wo wir vorhin gewesen sind. Oh, so. Ja, ja, scheiße. Hat's uns aber nicht gesehen, oder? Boah, das ist aber auch mühsam, hier durch diese Felsen zu laufen. Gut, wir werden jetzt einen kleinen Schlenker um die machen. Aber habt ihr gesehen, die Laserwaffen, also das war ja 100 pro ein Alp gewesen. Gut, sicher. Mana-Pflanze. Oh, da hinten haben wir wieder Raptoren. Mann, Mann, Mann. Boah, scheiße, der hat mich gesehen. Kleine Heilpflanze. Okay, weiter geht's. Wir sind da. Heieiei, Wolfskraut. In dem Haus wahrscheinlich. Da haben wir aber auch uns was vorgenommen, ne? Gut. Ein Bauer. Der gute alte Rock. Yeah. Hey du, was gibt es Neues aus dem Süden? Ah, guckt euch dem seine Hackfresse an. Der war es sicher gewesen. Im richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Der Berserker Askor wurde ermordet. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Ja, sag uns das mal, hä? Trägst du eine Waffe? Ja, man sieht's ja, dass du eine Waffe trägst. Ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Ha, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm. Wo sonst? Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Ich nehme an, du warst schon öfters im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte.
Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erst mal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Hi. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Okay. Das heißt, der war es jetzt auch nicht gewesen. Das bedeutet, wir müssen mit Duras wieder reden. Ja. Gut, dann porten wir uns mal dahin. Ha. Also es war keiner von denen. Wow, jetzt bin ich quer durch die ganze Pampa, drei Parts lang fast gelaufen, um herauszufinden, dass es keiner von denen war. Na gut. Wo ist denn der gute Duras? Hier. Hallo, mein Freund Duras. Ich hab ne Frage an dich. Ein Wort zum Mord an Askor. Ein Wort zum Mord an Askor. Ah, jetzt kannst du gerade jeden. Barin kann es nicht gewesen sein. Barin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Torgal hat Angst vor den tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach, aber auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Ja, wow. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade von Leute, wir sind zu zweit. Ich werde endlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß. Ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Oh, jetzt geht's ab, Alter. Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Hier. Barin sagte, er wäre noch vor ein, zwei Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Also Barin. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis. Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal, in der Mitte von Nidan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schandfleck. Gut. Was soll da sein? Seine Mordwaffe? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Okay. Barins Lieblingsbrücke und deren Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten.
Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Vertraue mir. Interessant. Einfach. Okay. Mitkommen. Mitkommen. Okay. Ja, wir sind zu zweit, Leute. Du schließt dich dir an. Wo müssen wir hin? Oh nee, es zeigt's mir nicht an. Ah, ich muss mir eh anzeigen lassen erst. Gefährten. Rachefeldzug, vogelfrei. Verbündete aus dem Mittelalter. Nee, das ist es auch nicht. Hauptmission? Das ist es sicher auch nicht. Gefährten, Zahn um Zahn. Hier, Licht ins Dunkel. Duras will, dass ich nachsehe, was Brain an seinem Lieblingsort versteckt hat. Schauen wir doch mal. Genau hier ist das. Sehr schön. Na dann begeben wir uns hin. Kommt der mit? Ja, wir sind zu zweit. Leute, jetzt werden Ärsche aufgerissen. Jetzt werden Ärsche aufgerissen. So. Ah, ich könnte noch schnell zu der Dings gehen. Genau. Zu der Händlerin und mir ein paar Pfeile holen und ein paar Heiltränke. Muss man schnell überlegen, wo die war. Langsam kenne ich mich echt in Goliath auch aus. Da unten, ja. So. Lass mal handeln schnell mit der. Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Also, schnell verkaufen. Kriegsschwert kann ich leider immer noch nicht tragen. Na gut. Wird das Inventar auch überhaupt mal voll irgendwann? Ich verkaufe jetzt doch erstmal alles. Wir brauchen sowieso Cash, wir haben echt nicht viel. Auch den Elektroschrott. Dietrich behalte ich. Öllampe, Spielzeug-Dino, Zigaretten. Pfeile behalte ich auch. Kaufen will ich meine liebe Zwinge. Die hat sicher wieder Pfeile, genau hier. Ich kaufe 50 Stück. Gut. Ja, Handel abschließen. Sehr schön, wir sind ein ganz Stück leichter. Geh mal aus dem Weg, Duras. Ich bin immer noch dein Boss hier, okay? Dann begeben wir uns jetzt genau hier hinten hin. Let's go. Ja, mit Duras an der Seite sind wir auch einiges sicherer in der Wildnis. Ja. Wir laufen quer durch. Ist er da? Ah ja, da hinten kommt er. Oh, was haben wir denn hier für einen Aussichtspunkt? Großer Heiltrank. Sehr schön, kann man immer brauchen. So, da hinten sind jetzt Leute. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Ah, erstmal so. Bin schon da. Los, Duras. Ja, mit so zwei Bogen ist schon geil. Was haben wir hier oben? Das Vieh mache ich platt. Ja, komm schon. Achtung. Helf doch mal. Wer kann auch treffen oder bin ich hier der Einzige, der schießt? Jawohl. Zu zweit geht das echt super. Das muss man echt ausnutzen, dass der jetzt mitkommt. Ich weiß nämlich nicht, wie lange der mit uns rumläuft. Ah, da haben wir wieder einen. Das Vieh mache ich platt. Jawohl. Davon haben wir wieder was. Endlich mal ein bisschen hier schlachten, meine Lieben. Fernschuss. Das
Vieh mache ich platt! Komm schon! Wow, verdammt, war das knapp. Hier ist ein Feind in der Nähe. Da hinten ist ein Rudel von diesen Hühnern. Ah, die kämpfen. Los! Ich helfe dir! Natürlich auf mich. Oh, ist tot. Ja, sehr schön. Jetzt geht's endlich mal ein bisschen ab hier. Ein bisschen rohes Fleisch mitnehmen können wir später verkaufen. Gut. Weiter geht's. Wart, habt ihr das gehört? Hier unten. Das Vieh mache ich platt. Zu spät, du das. Ich war schon schneller. Ja, wir sind gar nicht mal so schwach. Oh, wir sind hier wieder bei diesem Staudamm. Ah, das ist die Brücke, wo gemeint worden ist. Bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Ja, hat schon mal gespeichert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Woher weiß ich, wo ich gucke? Also, na gut, das ist markiert. Oh, warte, ich habe einen Pfeil. Ah, da haben wir noch einen Heiltrank. Kann man auch immer brauchen. Mächtiger Heiltrank. Komme ich da durch? Nee, ich muss durch das Tor laufen. So ein Stuhl. Halt die Klappe. Gut. Ah. Da unten haben wir was. Komm schon. Hey du, hör mal. Jetzt redet der. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Ray, nie gehört. Ray? Nie gehört. Ich glaube, ich kenne ihn echt nicht. Na gut, dann schönen Tag noch. Hm. Der hat schon ein bisschen mehr Technik am Körper gehabt, habt ihr das gesehen? Das sind diese Outlaws wahrscheinlich. Die haben anscheinend nicht so ein bisschen Probleme, Technik von den Alps zu benutzen. Oder Allgemeintechnik. Bemerkenswertes Land. Ah, hier. Versteckte Schatulle. Und jetzt? Muss ich mit Doras reden? Ich habe Brains Versteck gefunden. Ich habe Barings Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Was ist da drin? Hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha. Und ey, wie Leute, geht's jetzt weiter? Da ist doch irgendwas faul. Hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Oh. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Also warst du raus gewesen? Ja. Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Hohoho. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass Leute, wir haben unseren Mörder gefunden. Genau wusstest, was drin war.
Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Asko ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Also, wir können uns jetzt entscheiden. Gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Ich wette mit dir, dass der uns dann köpft. Der ist ja tausendmal stärker als wir. Das werde ich entscheiden, wenn ich genug darüber nachgedacht habe. Leute, es ist okay. Er hat den halt umgebracht. Kann uns egal sein. Wir wollen eh mal so ein bisschen Badass sein. Dafür haben wir den weiterhin wahrscheinlich dann als Begleiter. Gar nichts. Deine Tat ist nachvollziehbar. Das ist doch besser für dich. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Ey, das soll aufpassen, wie er mit mir redet. Was ist in der Schatulle? Was ist in der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Tausende Erfahrungspunkte. Wer der Mörder ist, begnüge dich damit. Ja, easy, okay. Was? Nein, warte. Hier, die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Ich glaube, ich habe das... Hä? Moment mal! Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Er könnte mich auch umbringen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Boah. Ey, wenn der seine Waffe gezogen hätte, Leute, wir wären im Arsch gewesen. Der hätte uns doch in der Luft zerrissen. Okay. Okay, gut, das war's. Gut, dann werden wir mit Ragnar reden. Aber das, meine lieben Freunde, machen wir im nächsten Part. Jo, der Duras war also der Mörder gewesen. Am Anfang wäre ich halt echt nicht drauf gekommen. Ist halt echt so ein kleiner Twist jetzt. Aber ich will den halt echt als Begleiter erstmal vorerst behalten, weil der hat halt echt Kampfkraft. Und ja, im nächsten Part werde ich jetzt mal mit dem guten alten Ragnar reden und die Belohnung abstauben. Und ja, die Level, die Punkte verteilen tue ich auch beim nächsten Mal. Gut, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich fand es mal mega geil. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Wenn es drum heißt, jo, in Elex mit unserem guten Duras durch die Pampa zu streifen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, Leute. Und ciao.